Es ist Dezember und somit Zeit für einen Weihnachts-Roadtrip. Und weil unser Auto noch ein bisschen auf sich warten lässt, nutzen wir den Dauertester Volvo C40 mit der Dual-Motor-Variante, um insgesamt knapp 700 Kilometer unterwegs zu sein. Heute erst einmal zu meinen Eltern, wo wir jetzt eine Woche sein werden und dann eben in einer Woche zurück. Was bedeutet das für dieses Video? Wir starten, wie immer, ihr kennt das, auf der Strecke 120 Kilometer auf der Landstraße. Da kann man so 100 bis 120 fahren, dann sind Ortschaften mit dabei, um für euch einen realitätsnahen Verbrauch in diesen Situationen zu zeigen. Wir werden das Auto laden, denn wir hatten damals beim Test des Volvo C40 schon das Problem, dass er so ein bisschen mit der Temperatur gescheitert hat. Das gleiche Problem hatten wir im Übrigen auch beim EV6. Schaut da unbedingt mal bei dem Video vorbei, wenn ihr das verpasst habt. Denn da war es so, dass man schnell fahren musste, um schnell zu laden. Und wer langsam fuhr, konnte nur langsam laden. Wir hoffen mal, dass das beim C40 nicht ist, aber wir finden es für euch gemeinsam raus. Bevor wir uns die Strecke anschauen, gucken wir noch kurz in den Kofferraum, denn dieser ist jetzt schon voll und ich habe bei weitem noch nicht alles drin. Es sind zwei normale Koffer, ein Handgepäckkoffer und eine kleine Tasche. Und dann war es das. Und da muss man sagen, da gibt der C40 nicht zu viel Platz hier, auch wenn er ja von außen immer als bulliges, massives SUV daherkommt, ist er deutlich kürzer als vergleichbare Fahrzeuge. Wir sind ja letztes Jahr eine ähnliche Strecke mit dem Skoda Enyaq gefahren und der hatte viel, viel mehr Platz und so wandert heute sehr viel auf den Rücksitz. Ich habe dafür jetzt einfach mal im Google-Betriebssystem über den Sprachassistenten die Route planen lassen. Dann konnte man sich eine Ladesäule selber raussuchen entlang der Strecke, denn diese über 350 Kilometer schafft man natürlich nicht mit einem Rutsch, vor allem nicht bei diesen Temperaturen draußen. Wir haben jetzt gerade nämlich minus 6 Grad und es soll noch kälter werden, denn es ist jetzt schon 4:30. Das heißt, es wird mal wieder ein relativ dunkler Roadtrip hier an dieser Stelle. Wir haben uns jetzt eine Ladesäule in Bayreuth rausgesucht. Ich bezweifle aber, dass wir das schaffen, denn ich habe vorhin mal bei Bitte Route Planner geschaut und wenn man eingibt, dass man einen Ticken schneller fahren will, also nicht nur so 130 km/h, dann sollen wir bereits in Plech bei Fastnet laden. Schauen wir mal, ob das Google Navi uns hier jetzt nachzieht und dann korrigiert. Es war jetzt nicht die beste User Experience. Manchmal nimmt er direkt die Ladesäule, plant die ein und startet den Trip. Ich muss es jetzt manuell hinzufügen, aber insgesamt mag ich eigentlich dieses Google-Betriebssystem hier mit den Informationen. Ich weiß, mit wie viel Prozent ich ankomme, weiß, dass ich dort 15 Minuten laden soll, dann weiterfahre und dann am Ende auch mit einem vordefinierten Prozentsatz, den eben das System mir anzeigt, ankommen kann. Wir schauen mal, was die Verbrauchswerte jetzt werden auf dieser Strecke und vor allem schauen wir natürlich, ob wir tatsächlich dann bis nach Bayreuth kommen oder ob wir vielleicht schon eher raus müssen. Mit 19% in Plech bei Fastnet angekommen, laden wir jetzt mit 150 kW, also der vollen Ladeleistung, und schauen mal, wie lange wir jetzt tatsächlich benötigen. Ich war am Ende echt noch überrascht, dass wir jetzt nur noch einen Verbrauch von 33 Kilowattstunden hatten, nachdem wir zu Beginn nahezu die ganze Zeit 28 Kilowattstunden bei diesen 100 bis 120 km/h auf der Landstraße hatten. Da dachte ich schon, oh, das kann heute was werden. Aber jetzt 33 ist echt okay. Wir schauen mal, wie viel wir jetzt dann auf einer reinen Autobahnstrecke verbrauchen. Denn das war ja jetzt hier eine Mischung dann am Ende von Autobahn und Landstraße. Das Auto lassen wir jetzt hier laden. Ich finde es aber ganz cool, dass Fastnet hier alle Säulen getauscht hat. Denn früher gab es hier eine wilde Mischung aus 50 kW Säulen, 175 kW Säulen und 300 kW Säulen. Jetzt stehen hier 4 Alpitronic Charger mit insgesamt oder mit jeweils 300 kW Ladeleistung. So rum. Und da profitiert man dann schon davon. Und immer schön unterm Dach. Jetzt schneit es zwar nicht, aber wenn das Wetter noch schlimmer wird, dann hat man da echt den Vorteil. Aber wir holen uns jetzt erstmal einen Kaffee. Auch wenn wir jetzt hier eigentlich hätten nur rund 27 Minuten stehen müssen, denn so lange hat das Fahrzeug von 19% auf 80% benötigt, stehen wir jetzt hier seit 50 Minuten und fahren jetzt weiter, denn direkt nebenan ist ein Rewe, da haben wir noch kurz ein bisschen was eingekauft und noch was gegessen und fahren jetzt entsprechend weiter. Ich finde aber 27 Minuten von 19% auf 80% vollkommen in Ordnung und das überrascht mich auch gerade wirklich, denn wir hatten den C40 ja schon mal im Winter und da war das Ergebnis eher enttäuschend und jetzt hier nach einer längeren Autobahnfahrt dann tatsächlich so einen Wert zu bekommen, finde ich persönlich sehr gut. Das ist auch sehr vergleichbar mit anderen Fahrzeugen in der Klasse. Schreibt ihr gerne mal in die Kommentare, was ihr von der Ladeleistung haltet.
Mit einem Verbrauch von schlussendlich rund 36,6 Kilowattstunden sind wir jetzt bei meinen Eltern angekommen und ich finde es okay für die Gesamtstrecke, wenn man in Betracht zieht, was das Fahrzeug sonst im Alltag so für Verbrauchswerte aufruft. Es ist natürlich nicht gut im Vergleich mit dem, was es sonst in der Größe gibt. Ich denke da nur an den Tesla Model Y, ich denke da aber auch zum Beispiel an Fahrzeuge aus dem VW-Konzern auf MEB-Plattform. Denn die sind einfach sparsamer und das ist so ein Stück weit das Problem vom C40, auch wenn der extrem viel Spaß macht und deutlich mehr Leistung hat, als eben zum Beispiel die MEB-Fahrzeuge mit den über 400 PS hier. Es ist trotzdem ein bisschen schwierig, gerade jetzt heute bei minus 10 Grad mit dem Fahrzeug dann unterwegs zu sein. Wir sind aber natürlich noch nicht am Ende des Videos und deswegen springen wir jetzt eine Woche nach vorn Richtung Weihnachten und fahren die gleiche Strecke zurück. Eine Woche später und 20 Grad wärmer geht es jetzt zurück. Das Auto haben wir dabei natürlich über Nacht vollgeladen, sodass wir jetzt mit 100% starten können. Und ich freue mich extrem, euch hier auch in diesem Video noch einen Eindruck geben zu können, wie es ist, mit dem Auto zum einen bei Tag unterwegs zu sein, aber auch bei um die 10 Grad Außentemperatur. Dementsprechend nochmal ein komplett anderes Szenario. Wir fahren jetzt direkt los auf die Autobahn, haben da die Möglichkeit, eine relativ lange Strecke schnell zu fahren. Dann werden wieder Baustellen kommen und wir sollten so in etwa nach ca. 200 Kilometer laden, wenn wir entsprechend eben schneller fahren. Wir schauen einmal, was das Fahrzeug entsprechend hergibt und nehmen euch natürlich mit. Heute aber natürlich auch, um euch einen Eindruck zu vermitteln, wie es ist, hier in dem Auto unterwegs zu sein. Denn der Fahreindruck hat ja bei der Hinfahrt noch gefehlt. Und ich muss sagen, ich mag das Fahrgefühl hier im Auto, denn er ist relativ ausgewogen, was die Fahreigenschaften angeht. Wir fahren jetzt hier gerade durch eine 120-Zone. Da lässt sich echt angenehm fahren. Was ich nicht ganz so gern mag, ist der Pilot. Denn er fährt zwar sehr angenehm auf dem vorderen Wagen drauf. Das heißt, er lässt sich da viel Zeit, fährt nicht zu abrupt hin und bremst dann zu schnell und er beschleunigt auch schön raus, wenn ich wieder wegfahre. Aber wenn ich jetzt hier entsprechend das Lenkrad loslasse, dann korrigiert er sehr, sehr viel. Und das ist dann gerade auf längeren Strecken schon nervig, weil das Fahrzeug dann dadurch leicht schwankt. Und schwankt und wir natürlich auch hier gerade bei der Aufnahme bei diesen Fahrbedingungen hier auf der Straße. Da muss man aber sagen, nimmt das Fahrwerk relativ viel weg und ich finde auch die Windgeräusche jetzt hier gerade bei so 120, 125 km/h echt in Ordnung. Ab 130, 140 wird es deutlich lauter, dann merkt man die ja dann doch relativ groß hochstehende Frontscheibe und auch die Front des Fahrzeuges. Da zieht einfach nochmal deutlich mehr der Wind dran und macht entsprechend dann auch die Lautstärke. Was die Leistung angeht, muss man aber sagen, dass das Fahrzeug hier überhaupt nicht untermotorisiert ist. Es macht extrem viel Spaß, mit dem Auto unterwegs zu sein, denn gefühlt kann man selbst bei 175 nochmal kurz drauf treten und der schiebt sowas von vorwärts und das ist echt richtig gut. Das muss ich an der Stelle betonen. Mir macht dieses Fahrzeug mit diesen über 400 PS immer sehr, sehr viel Spaß auf der Autobahn. Schluss ist dann im Übrigen bei 185 km/h, was meiner Meinung nach auch vollkommen okay ist und die erreicht er dann jederzeit. Da gibt es kaum Probleme, nur wenn man, weiß nicht, bei unter 10% oder so irgendwann ankommt vom Akku her. Dann nimmt er nicht mehr die ganze Leistung an, aber davor gibt es gar keine Einbußen oder ähnliches und da macht das Auto echt richtig Laune. Mit 16% und einem Durchschnittsverbrauch von knapp über 40 Kilowattstunden sind wir jetzt nach in Anführungsstrichen nur 150 Kilometer schon hier am Laden, denn wir haben einfach deutlich mehr verbraucht als wir dachten. Wir konnten aber auch deutlich schneller fahren als wir dachten und dementsprechend konnten wir immer, wenn es frei war, also wenn keine Geschwindigkeitsbegrenzungen da waren, 180 km/h fahren und dementsprechend habt ihr jetzt hier einen guten Verbrauchswert bei so einer schnellen Fahrt. Danach geht es jetzt für uns weiter mit relativ vielen Geschwindigkeitsbegrenzungen und dann wieder der langen Strecke Landstraße und dann haben wir einen anderen Durchschnittsverbrauch für den heutigen Tag. Davon bin ich überzeugt. 40 Kilowattstunden ist auf gar keinen Fall zu vertreten oder auch nur irgendwo weg zu argumentieren. Das ist einfach viel zu viel, vor allem wenn man dann überlegt, dass das Auto ja gar nicht so riesig ist. Ich denke da nur an den BMW iX, den wir ja schon im Test hatten, oder auch an den Tesla Model X Plaid,
was wir euch erst hier auf dem Kanal zeigen konnten, die deutlich geringere Verbrauchswerte haben. Da ist es schon hier sehr, sehr hoch, auch wenn man sagen muss, dass es mit dem Auto extrem viel Spaß macht, unterwegs zu sein. Und ihr bekommt jetzt hier den Wert von 16 auf 80%. In 28 Minuten von 16 auf 82%, denn während wir gerade bei Burger King probiert haben, ob die Plant-Based-Produkte mittlerweile wirklich Plant-Based sind, haben wir die Zeit komplett vergessen. Wir stehen jetzt auch hier mittlerweile seit einer Dreiviertelstunde und stehen schon wieder bei 95%, einfach weil wir länger gebraucht haben als das Auto. Ich bin aber begeistert von 28 Minuten, die das Fahrzeug hier jetzt an der Stelle gebraucht hat. Und mit diesen 28 Minuten liegen wir deutlich besser als die Herstellerangaben, die bei ungefähr 40 Minuten lagen. Und das war ja auch der Wert, den wir damals im Alltagstest für euch herausgefunden hatten. Jetzt sind wir hier deutlich besser. Ich finde es persönlich sehr gut. Schreibt immer in die Kommentare, was ihr davon haltet. Denn so konnten wir bei minus 10 Grad und jetzt bei plus 10 Grad nahezu identische Werte herausfinden. Einen Punkt müssen wir noch ansprechen, und zwar die Routenplanung. Denn zum einen wollte uns das Fahrzeug in Hilpoltstein bei Tesla laden lassen. Der ist aber nicht offen, da hätten wir gar nicht laden können. Und da fand ich es dann schade, weil wenn man dann schon Tesla mit einbezieht, dann sollte man auch die Ladesäulen nehmen, die das entsprechend können. Das sieht man bei VW ganz gut. Die unterscheiden da mittlerweile wirklich zwischen offenen und geschlossenen Tesla Supercharger. Das ist als erster Punkt. Und als zweiter Punkt, der hat viel zu lange daran festgehalten, dass wir es bis dahin schaffen. Und erst dann, ja, so kurz vor dem Charger hier, gesagt, nee, ihr müsst nochmal umplanen, hat uns das angezeigt, wir konnten es ergänzen. Und dann dachte ich mir so, ja, das hätte man vielleicht so einen Ticken eher machen können. Und da einfach nachrechnen, dass wir dann wussten, okay, wir kommen jetzt gut an, um dann eben die Routenplanung so angepasst zu bekommen. Aber hey, die Routenplanung ansonsten funktioniert, das Fahrzeug bezieht es mit ein und wir konnten jetzt laden und das ist die Hauptsache. Mit einem Durchschnittsverbrauch von gerade einmal 35 Kilowattstunden sind wir dann schlussendlich hier angekommen, also auf die gesamte Strecke. Und wir haben für die 300 Kilometer ca. 2 Stunden und 45 Minuten gebraucht. Hätten wir den Ladestopp kürzer gemacht, als wir ihn ja dann tatsächlich gemacht haben, also nur so lange, wie wir ihn hätten machen müssen, wären wir in knapp über 3 Stunden hier gewesen, denn 20 Minuten Ladestopp hätten uns vollkommen gereicht. Mit 35% sind wir hier zu Hause angekommen. Was haltet ihr davon? Schreibt es mal in die Kommentare. Und ihr seht schon, wir haben hier hinten noch einen XC40 stehen mit der Facelift-Variante, also dem neuen Kühlergrill. Die beiden Fahrzeuge werden wir für euch vergleichen. Und zum C40 wird es auch einen ausführlichen Test nach 3 Monaten geben. Das Ganze seht ihr hier auf dem Kanal. Wenn es online ist, gibt es hier oben den Vergleich und hier oben, hier unten, den Eindruck von den XC40 und alles andere seht ihr, wenn ihr abonniert habt.